Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Stream-Projekt, und zwar dem Spiel mit dem Namen Little Big Adventure 2. Ich habe den ersten Teil gespielt gehabt, habe aber den dann abgebrochen gehabt, weil die Steuerung kacke war, oder wer kacke war, ich bin mit einem zurechtgekommen, bin ziemlich oft verreckt, das Speichersystem war ultimativ scheiße. Und mir ist damals aber gesagt worden, ich kann mich schon total auf Little Big Adventure 2 freuen, weil da alles besser ist, das Speichersystem besser, die Steuerung besser, alles ist besser. Und ich freue mich drauf aufs Spiel, weil mir hat eigentlich der erste Teil gut gefallen. Ich habe mir den dann angeschaut gehabt bei, wie hat er denn geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgend so ein Typ, der was, glaube ich, grob 150 Abonnenten damals gehabt hat, der hat fleißig beim Let's Play bei mir runtergeschrieben gehabt. Sorry, dass ich den Namen vergessen habe. Bei ihm habe ich auf jeden Fall Little Big Adventure 1 nachgeschaut gehabt, die komplette Story, und ich weiß also grob, um was es im ersten Teil noch gegangen ist. Mal schauen, wie der zweite Teil dann ist. Ich bin dann leider Gottes ein wenig gespoilert worden, genau, durch so eine Gacke. Was ist denn jetzt gerade passiert? Und zwar, genau, wenn man lange nichts im Menü macht und nicht klickt, dann kriegt man irgendwie Szene mit, wo ich den Stream eingestellt habe. Da bin ich da ein wenig gespoilert worden. Aber es ist nicht allzu wild, ich spoilere euch nicht. Wir starten einfach ein neues Spiel und genießen die Anfangsvideosequenz. Awesome! Superfax hat er geheißen, genau, danke. Hallo. Hallo, ich bin's, Twinsen, der Held dieses Abenteuers. Sehen Sie mich? Ich bin hier ganz oben, im Rahmen, mit Zoe, meiner Gefährtin. Das rechts ist der Dinofly, mein alter Freund. Und dort ist noch ein Bild von Sendel, unserer gütigen Göttin, die das Leben auf unserer Welt ermöglicht. Dank des Medaillons und der magischen Fähigkeiten, die sie mir gegeben hat, konnte ich unseren schönen Planeten Twinsun retten. Ich musste alle Inseln durchqueren, um Zoe zu retten und die Zerstörung unserer Welt zu verhindern. Damals hatte der böse Diktator Funfrock den ganzen Planeten unterworfen, bis ich dann eingegriffen habe. Und ja, ich muss es gestehen, Zoe und ich, wir erwarten ein freudiges Ereignis. Es wird schon bald stattfinden. Wir müssen uns also beeilen und alles vorbereiten. Windows 95 wird erfunden und jetzt kannst du dich die Spiele nicht mehr in DOS programmieren? Ist das das freudige Ereignis? Heute lebt unsere Welt in Frieden. Alles ist ruhig, die Sonne lacht. Es ist nicht schön. Was für eine Anfangssequenz. Ich sehe den Hitbox-Chat, ja? Am zweiten Monitor muss halt immer extra rüberschauen. FSK 18 Spiel. Seid so behindert animiert. Ich liebe die alten Spiele. Keine Ahnung übrigens, warum das Video nicht Fullscreen ist, warum das in so einem kleinen Baby-Bildschirm da angezeigt wird. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Ist der gerade gestorben? Er wollte gerade sagen, er stürzt jetzt ab. Okay.
Twinsen, lauf schnell zur Apotheke in der Stadtmitte und hol ein Medikament für den Dinofly. Er hat sich bei der Landung im Garten verletzt. Wie ist es gegangen? Ah, mit der Leertaste schalte ich weiter, okay. So. Also so schaut das ganze Ingame aus. Ich habe es noch gar nicht erwähnt. Das ist ein ziemlich altes Spiel. Ich glaube, für DOS entwickelt worden. Keine Ahnung, auf jeden Fall spiele ich es in dieser DOS-Box von der Seite GOG.com, was mir Water Knight, Florian glaube ich heißt er, gegiftet hat, also geschenkt hat. Vielen Dank noch einmal dafür und ja. Ja, ansonsten, ich werde nicht allzu viel verraten. Wir selber spielen eben da Twinsen. Das ist der Typ da mit dem, ja, mit der komischen Frisur. Da unten ist seine Frau oder Freundin, eigentlich soll es vermutlich die Frau sein, mit dem Namen, keine Ahnung, und die ist im ersten Teil auf jeden Fall entführt worden von dem bösen Fun Frog oder irgendwas Frog, haben wir in der Intro-Sequenz gehört gehabt, und im ersten Teil ist es eben darum gegangen, dass man seine Freundin, seine Frau da auf jeden Fall halt wieder befreit und ganz am Ende vernichtet man, glaube ich, Fun Frog mit irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr genau mit was, aber man vernichtet ihn auf jeden Fall und befreit da dann eben seine Freundin. In dem Spiel gibt es Goldmünzen, wie man gerade sieht. Also teilweise gibt es so Objekte einfach in den Räumlichkeiten. Die kann man irgendwie dämlich anspringen. Ich habe gerade gefrühstückt, mir liegt noch ein bisschen das Müsli im Bauch. Und kriegt dann da Goldmünzen raus oder manchmal eben ein Herz und so weiter. Irgendwie kann man auch laufen. Wisst ihr es gar nicht? Man hat ja da... Aha, da ist jetzt so ein Schlüssel, den braucht man manchmal auch, um gewisse Türen zu öffnen oder irgendwas. Man hat ja irgendwie die Form wechseln können, oder? Okay, Shift war es nicht. Man hat da irgendwo umstellen können, genau, ob man normal sein will. Also normal, man, da geht man halt dann normal und, keine Ahnung, kann vielleicht boxen oder sowas. Mit sportlich, da rennt man dann. Da ist aber das Problem, ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil nur immer ist, wenn man gegen eine Wand rennt, dass man dann Leben verliert, also die Herzanzeige da reduziert wird. Aggressiv, da kann man dann, genau, da kann man dann zuboxen und Karate, Wukong, Superstyle halt ausführen. Und vorsichtig, da kann man dann eben schleichen, wenn man irgendwie an gewissen Gegnern da halt irgendwie sich vorbeischleichen will oder vorbeisneaken und da halt nichts passieren soll. Ansonsten, keine Ahnung, für was haben wir gerade den Schlüssel gekriegt? Da will ich jetzt da schon raus, wobei das schaut eher aus nach dem Kellergeschoss, nach optionalen Gebiet. Gehen wir da mal rein. Die Musik ist irgendwie relativ laut. Moment, kann ich mit Escape... Irgendwie die Lautstärke. Können Sie mir helfen, meinen verletzten Dinofly zu heilen? Okay. Ich würde mal sagen, da mal die Musik so grob auf die Hälfte, oder? Ich glaube, das muss genügen. Okay, dann wieder einfach weiter. Irgendwie kann man auch die. Du hast deinen magischen Ball wiedergefunden. Wenn du die Tunika der Ahnen trägst, kannst du den Ball werfen und er kommt zu dir zurück. Ah, geil, den kriegen wir von Anfang an. Also den magischen Ball, den weiß ich auch noch vom ersten Teil, den hat man irgendwie werfen können im Aggressivmodus. Na, wie wirft man den Ball? War das B, F, Q, L, P? Was, Spiel laden? Nein, nicht laden. Keine Ahnung, irgendwie hat man den Ball werfen können und es ist jetzt irgendwie... Habe ich irgendwas drückt, dann irgendwie die Musik dadurch deaktiviert. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade momentan herumdrücke. Ich probiere nicht den Hotkey rauszufinden, um den Ball zu werfen. Keine Ahnung, wie es geht. Wir werden es dann irgendwie schon noch rausfinden. Ansonsten, Water Knight, schaut zu. Bitte gib mir einen Tipp. Wie wirf ich den Ball? Hä? Was ist das? Hallo? Okay, da kann ich mir irgendwie nicht viel damit machen. Ich glaube, mit Enter, genau, mit Enter hat man irgendwie nur die Kamera fokussiert. Und ganz kurz vielleicht, genau, der magische Ball, das ist so eine Art, ja, Angriffswaffe. Das ist der Text der alten Weissagung, die für meine Familie gedacht ist, falls meine Kinder ihrerseits einmal einen Ruf von Sendel erhalten sollten. Ich hoffe, ich werde ihn nie wieder brauchen. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles ist, was von meinem Haus übrig ist, nachdem Fun Frog es dem Erdboden gleichgemacht hat. Fun Frog hat er geheißen, nicht Fun Frog. Hat er nicht so ein Froschgesicht gehabt? Vielleicht war das ja der Gag, dass sie nicht Frog geschrieben haben. Mit Alt wirf ich anscheinend den Ball. Ah, genau. Also das ist so quasi die Angriffswaffe in dem Spiel, wenn man halt irgendwelche Feinde trifft. Wir werden dann später noch ein paar sehen. Dann kann ich die halt mit diesem Ball da verletzen. Du hast deine Holokarte wiedergefunden. Um sie zu verwenden, kannst du entweder die Tabulator-Taste drücken oder über das Inventar gehen, indem du die Umschalttaste drückst. Das finde ich auch geil, dass es irgendwie, keine Ahnung, ob das eine Fehlübersetzung ist, aber dass gesagt wird, die Holokarte wiedergefunden, den magischen Ball wiedergefunden, der ist in meinem Keller, ich habe das nicht wiedergefunden, ich habe das da vermutlich verstaut und einfach aufgehoben, ich habe da nichts entdeckt. Okay, ganz kurz, mit Tabulator sehen wir die Welt, in der wir uns befinden, und zwar, wir hatten den Kreis in Twin, also der Held heißt glaube ich Twin Son mit O, und die Welt selber ist glaube ich Twin Sun mit U, also die, wie Sonne.
Und da ist der Planet, man sieht es da in zwei Hälften quasi unterteilt. In der Mitte halt eben dieses Eisgebirge da. Weiß nicht mehr genau, hat irgendeinen Namen gehabt. Unten ist halt so die friedliche, fröhliche Welt, wo halt irgendwie, glaube ich, alles gut passt. Und unten ist halt so die Todeswelt mit irgendwelchen bösen Militärstationen und keine Ahnung was alles. Von Funfrock vielleicht irgendwelche Überbleibsel. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall in der Geschichte auf mehreren Inseln und so bewegen. Der wunderbare Dr. Funfrock. Die Büste ist wirklich eine ideale Zielscheibe. Also die haben anscheinend im Keller ein bisschen Funfrock-Dart gespielt. Ja, wir werden uns auf jeden Fall auf einigen... Du hast drei Pfeile wiederbekommen. Was findet ihr denn da alles für Scheiße in dem Keller? Krass. Werden uns auf jeden Fall in der Welt dann ein bisschen herumbewegen auf den einzelnen Inseln und überhaupt. Und was mich wirklich wundert, wie habe ich die Musik abgeschaltet? Irgendein Hotkey habe ich gedrückt, um die Musik abzuschalten. Und was genau bringen Pfeile? Moment, mit Shift komme ich, glaube ich, ins Inventar. Magischer Ball? Okay. Pfeile. Da hat man doch irgendwie auch noch Infos gekriegt, oder? Hat man sich mit Steuerung, Shift? Na, irgendwie hat man doch noch so Infos einblenden können lassen, was das extra bringt, oder? War da nicht was? Heben wir mal Pfeile auf. Okay, kann ich die jetzt werfen? Oh ja. Und da kriegt er ein Leben. Wie geil ist denn das? Moment, ich will die Mitte treffen. Oh, wunderbar. Und jawohl, sind wir awesome. Okay, was bringt uns das? Ich kann trotzdem nur Pfeile werfen, oder wie? Nein, jetzt benutze ich wieder den Ball. Kann die Pfeile wieder aufheben oder sind die jetzt weg? War das klug? Habe ich jetzt irgendein Secret verpasst? Habe ich es jetzt total verschissen? Na gut, egal. Wir gehen da mal in den sportlichen Modus. Wechseln wir jetzt einmal. Und rennen da mal aus dem Keller raus. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles entdeckt. Test mal kurz. Kann ich gegen... Nice. Man kann, glaube ich, nimmer bei Wänden anstoßen, wenn man im sportlichen Modus ist. Oh, ist das awesome. Ich habe das so krass. Und ich bin, glaube ich, sogar ein-, zweimal im LBA-1-Teil sogar dadurch verreckt, weil ich irgendwie Leben verloren habe. Zoe ist fantastisch. Weil ich Leben verloren habe, wo ich ja verwandt gerannt bin und wenig Leben allgemein gehabt hat, da bin ich da verreckt. Das war wirklich immer sehr, sehr peinlich. Was sonst noch gibt, vielleicht vom Interface noch unten her zum Herzeigen. Links unten, das sollen, glaube ich, Kleeblätter darstellen. Und das sind unsere Leben. Ich hoffe, dass es nicht mehr so scheiße ist wie im ersten Teil und man dauernd 10.000 Zwischensaves irgendwie erstellen muss, weil man sonst immer das Spiel komplett von Anfang an spielen muss. Liebes Tagebuch. Heute fange ich an, das Abenteuer aufzuschreiben, das Twinsen und ich unter der Diktatur von Dr. Funfrock erlebt haben. Dieser Dr. Funfrock, ein Quetsch, hat die Bevölkerung auf grausamste Weise unterdrückt. Dazu hat er Klon- und Mutationstechnologien und vor allem seine Beherrschung des Beamens verwendet. Er herrschte wirklich über alles. Er ließ sogar die Nordhalbkugel evakuieren, um seinen Plan umzusetzen. Er wollte ein riesiges Loch bis zum Herzen von Twinsun bohren, um sich die magische Kraft von Sendel anzueignen. Ohne das Angreifen von Twinsen, der Funfrock ausgeschaltet hat, hätte dieses wahnsinnige Vorhaben damit geendet, dass unser Planet implodiert und die stellare Gottheit, die in seinem Zentrum lebt, zerstört worden wäre. Seit diesem Tag des Triumphs, an dem Sendel ihm ausnahmsweise ihre enorme Macht verliehen hat, hat Twinsen kaum Magie angewendet. Ziemlich heftig, oder? Ja, genau. Das Buch ist mir gerade der Tipp gegeben worden, kann ich lesen. Das war jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung vom ersten Teil. Also da ist jetzt irgendwie alles erwähnt worden. Und die Nordhalbkugel ist dann evakuiert worden. Ist das da oben die Nordhalbkugel? Man hat irgendwie keinen Kompass. Ich vermute, das da oben ist, glaube ich, die Nordhalbkugel da. Dieser braune Kackhaufen da. Das schaut irgendwie aus wie so eine Hand, die was da aus dem Loch rausgreift. Da irgendwie dieses das Ding, was da halt oben irgendwie so rausgeht. Und ja, das war irgendwie so die Zusammenfassung ein bisschen vom ersten Teil. Davor wollte ich nur irgendwas erzählen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, mit dem sportlichen Modus eben, der war wirklich im ersten Teil, der war sehr tödlich, wenn man nämlich Leben verloren hat. Dann ist man dadurch sogar teilweise gestorben. In der Zukunft. Ich habe dem Privatmuseum von Mademoiselle Bloop das Medaillon und die Tunika der Vorväter als Leihgabe überlassen. Beides steht von Rechts wegen euch zu. Gezeichnet Twinsen. Was, Moment nochmal? Ah, jetzt hat sich, glaube ich, die Holomap aktualisiert. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, einen neuen Zielort irgendwo eingetragen bekommen, wo wir, glaube ich, hin sollen. Keine Ahnung. Was ist da nochmal gestanden? Moment, wo muss ich hin? Nachkommen in der Zukunft. Ich habe den privaten...